Hallo erstmal. Hallo erstmal. Tag, Glück auf. So, wir sind auf dem Wanderweg zum Alpinum. Alpinum. Race Park für Downhill, Mountainbike und Ski. Ja, Ski Alpin, ne? Ski Alpin. So, grundsätzlich stehen wir auf dem Stellplatz. Schulenberg. Danke. Stellplatz Schulenberg. Ja. So, und wir sind abgehauen wegen dem fälligen Vierbeiner. Wir haben heute ist Silvester. Heute ist Silvester und der Hund hat gar keine Lust auf Silvester. Nee. Aber hier bis jetzt, wir sind seit Samstag da, heute ist Montag. Alles wunderbar, prima, bis jetzt noch nicht geknallt. Sie hat ihren Spaß hier zum Laufen, gibt mehrere Wege, sehr schön. Genau, das ist aber vor Silvesterzeit. Heute ist ja Silvester und heute Abend gehen wir alle ins neue Jahr über. Bei der Gelegenheit guten Rutsch. Genau. Gehabt zu haben, weil das seht ihr erst danach, weil wir auch nicht wissen, ob wirklich ruhig ist. Wenn es ruhig ist, schalten wir wieder ein. Und dann zeigen wir euch das. Ist zwar zu spät, aber für nächstes Jahr. Genau, vor allen Dingen auch, also es ist zumindest in der Vor-Silvesterzeit also, sehr ruhig. Das ne? kann man schon mal sagen. Weil definitiv. Das war ja auch ein Problem. Bei uns wird auch jetzt schon seit einer Woche geknallt und sie wollte überhaupt nicht mehr raus. Und da haben wir gesagt, da verdünnisieren wir uns mal so ein bisschen und gucken mal. Genau. Und offensichtlich ist das wohl ein mega Problem. Also für Haustiere, Hunde, Katzen, Schweine, Hamster. Ich weiß nicht, was man alle so im Wohnmobil oder Wohnwagen mitschleppt. Aber alle, die jetzt auf dem Platz stehen, den zeige ich euch gleich mal, haben alle Hunde und Katzen mit. Ne? Ja. Also das sind alles Flüchtlinge, Silvesterflüchtlinge. Ich meine, Silvester selber ist ja auch, sag ich mal, da bleibt man dann vielleicht drin. Und, aber so diese Vor-Silvesterzeit, das finde ich das Problem. Ne? Weil ja. da, wenn der Hund da schon nicht rausgeht und da gibt es schon ein paar Bekloppte, die meinen, die müssten Dauerfeuer machen. Naja gut, die haben vielleicht keine Tiere, die wissen es nicht, wie dem auch sei. Wir sind zufrieden. Bis hier. Jetzt. Bis jetzt, ja. So, wir gehen jetzt mal wieder ein Stück zurück. Genau. Und dann gucken wir mal. Einmal quer durch den Wald, sehr schöner Wald, schön zu laufen. Verwunscht. Stellplatz Schulenberg. Schulenberg, ja, ist das richtig? Schulenberg, genau. Der ist im Oberharz, Nähe Goslar, südlich von Goslar. Zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld. Clausthal-Zellerfeld, so ja. nämlich. So, was hat er alles? Strom für 6 Fahrzeuge muss gemünzt werden. 50 Cent Stücke passend. Je halbe Kilowattstunde. Versorgung, Wasser und Chemietoilette, Grauwasser und Frischwasser kostet 80 Liter 1 Euro. Es gibt auch öffentliche Toiletten, da waren wir aber nicht. Nun so prickelnd. Ja, sagt man, weiß ich aber nicht. Ich habe einmal reingeschaut. Ah, okay.
Hat mir gereicht. Okay. So, beleuchtet ist er auch. Ja. So, Laternchen stehen da dran. Und ja, ist vom Prinzip sehr ruhig. Ist direkt an der... Oberhalb der Okertalsperre. Wenn du auf der richtigen Seite stehst, hast du auch einen schönen Blick. Jo. Minigolfplatz und Kiosk mit Imbiss auch noch vorhanden. So, direkt gegenüber vom Stellplatz gibt es das Café Moose. Hat aber auch nicht immer auf, nur ab und zu mal. Ja, ja, aber jetzt hat es aufgehabt. Und da ist, glaube ich, die Empfehlung Windbeutel, gefüllt mit Vanilleeis, Kirschen und Sahne. Nüschsahne. Diätsahne. Yummy, yummy, yummy. Moin, moin. Ein wunderschönen guten Morgen. Ein frohes neues Jahr. Ja, genau, ein frohes neues, auch von mir. Seid ihr gut reingekommen? Alle ohne Verletzung. Wir haben gerade im Radio gehört, hat sich wieder so ein Bremser die Hand weggeschossen. Mit dem Böller weggeschossen. Ja, geschieht ihm recht. Naja, muss jeder für sich selber klar machen. So, Silvester, wir sind hier abgehauen wegen dem Hund. Jo. Schatzi, Fazit. Fazit. Wir wollten den Böllern entfliehen. Ist uns vor Silvester sehr gut gelungen, weil vor Silvester war nichts. Bis ja, nachmittags fing es dann so vereinzelt an. Das war allerdings sehr wenig. Ja, ja, vereinzelt. So, dann verstärkt so ab 8, 9 Uhr. Und ja, Silvesterabend selber, also in der Nacht, 12 Uhr, hat es doch ganz ordentlich gescheppert, allerdings dann eine halbe Stunde, maximal eine Stunde und dann war auch wirklich komplett ruhig. Also wer entfliehen will der Vorknallerei, ist dieser Platz super. Man kann auch super schön laufen. Habt ihr ja gesehen. Und aber wer jetzt direkt zu Silvester entfliehen will, ist es nicht unbedingt empfehlenswert, weil es ist dann auch schon, dadurch, dass der Parkplatz oberhalb ist, schon sehr laut. Ne, weil die stehen dann alle auch auf dem Parkplatz und sind da am Böllern und das ist dann schon sehr nah. Wenn die Bilder was geworden sind, würde ich jetzt das Feuerwerk mal einblenden. Entscheidet selber, ob das was für eure Tiere ist. Also wir würden es definitiv wieder machen, weil halt eben auch dieses vorsilvesterliche Knallerei halt eben nicht da ist. Da ist es halt ruhig und das ist sehr schön. Und es gibt super leckere Windbeutel da. Haben wir doch schon gezeigt. Café Moose. Haben wir schon gezeigt? Okay. Die waren nicht geil. Aber muss man ja noch mal was, muss man ja noch nein, mal sagen. Empfehlung. Empfehlung, ja. Hat selber auch. Supi, im Sommer. Total toll bestimmt, mit schöner Aussicht. Ja. Alles easy gut. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, beim Café Moose
soll eine Webcam sein, wo man einen Blick über den Wohnmobilstellplatz hat, wo man sehen kann, ob der Platz besetzt ist oder nicht. Wenn man jetzt gerade da in der Nähe ist und will dann mal gucken, dann kann man da ja mal reinschauen. Hat mir die Aufsicht von dem Platz gesagt, die kassiert hat, die übrigens sehr, sehr nett ist. Aber schon ein bisschen fluminen. Also die ist wirklich klasse. Ja, wenn sie das sehen sollte, Gruß an dieser Stelle. Ja. Hat Spaß gemacht. Und der Eierlikör war lecker. Ja. Ein Eierlikörchen. Nein, war sehr schön. Also alles in allem, Fazit war sehr schön, aber nicht so ruhig, wie wir erwartet hatten. Aber trotzdem, gehofft haben. Genau. Aber trotzdem würde ich es definitiv wieder machen. Ja, würde ich auch unterschreiben. Allerdings, wenn wir einen etwas ruhigeren Platz finden würden, würde ich den bevorzugen wahrscheinlich. Ja. Oder zumindest so, also bis am Silvestertag kann man da super stehen, gar keine Frage. Ja. Und dann vielleicht für die Nacht woanders hinfahren. Über der Autobahn. Hat der ein oder andere da auch schon gemacht. Wir haben ja ein paar Gespräche gehabt. Und der ein oder andere ist dann auch wirklich dann in den Wald gefahren, wo es dann wohl ganz ruhig ist. Ja. Wir hatten jetzt allerdings keine Lust darauf, ehrlich gesagt. Nein. Und wir wollten auch jetzt einfach mal gucken, geht oder geht nicht. Ich meine, der Hund ist jetzt nicht gestorben deswegen, ne? Aber naja gut. So, in diesem Sinne, haben wir es oder ja. Haben wir noch was? Gibt es noch was? Nein, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt dann ein gesundes Jahr und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ja, ich würde sagen, wir haben ja nächste Woche unseren Urlaub. Genau, dann kommen. Und dann werden noch ein paar diverse Filmchen kommen. Ich will mal gucken, wie wir das hinkriegen, unterwegs schneiden, also mit WLAN und Internet. Ist ja immer so eine Sache. Bin ich gerade dran. Aber gut. Ja, auch von mir. Bleibt gesund. Ja. Munter. Sauber. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Danke. Tschüss. Tschüss.